Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar war ich jetzt gerade hier auf Archendorn im Auktionshaus unterwegs, habe ein seltenes Item gesehen, habe mir das auch direkt gekauft, da es ein Removedes war und ja, ich meine, es war doch relativ günstig drin. Und zwar habe ich hier einmal den primitiven Mantel für 120.000. Den habe ich jetzt schon länger nicht mehr für unter einer halben Million gesehen. Deswegen dachte ich mir, komm, jetzt wenn er mal für ein bisschen über 100.000 drin ist, kaufe ich mir den direkt raus. Und ja, da gibt es insgesamt zwei Stück mit zwei verschiedenen IDs. Ich habe jetzt hier die ID 154. Ich würde sagen, den können wir sogar gleich mal hier auf dem Testchar lernen. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, dass wir den bei mir aus der Liste rausstreichen, beziehungsweise auch eintragen. Und dazu holen wir sie einmal hier hin. Also, hier haben wir es. Primitiver Mantel, ID 154. Der kann schon mal raus. Und dann können wir hier eine 1 eintragen. Und dann trage ich den auch hier mit ein. 120.000 Gold. Das war jetzt auf jeden Fall ein Schnapper. Habe ich zufällig gesehen, hier auf der Seite WoW Thing, ne? Dass der drin ist und dachte mir, komm, da schlägst du gleich mal zu. Und ja, hat sich gelohnt. Wieder ein removedes Item weniger. Und dann würde ich sagen, guck mal weiter. Sudala, als nächstes bin ich auf Draenor unterwegs und da habe ich den Schnapper des Jahrtausends gefunden. Für 100k den kampferprobten Hammer. Und jetzt denkt ihr, 100k ist ein Haufen Gold. Aber das Ding bin ich schon seit längerem, seit die weißen Items bzw. die grauen Items transmogbar sind, am Verfolgen. Und das ist immer bei einigen 100.000 Gold. Ich habe das noch nie unter 300k gesehen. Jetzt für 100k absoluter Schnapper. Und vor allem, ich hatte ja gehofft, dass das bei den Quantum-Items dabei ist. Mittlerweile habe ich alle Kolben, die man aus diesen Quantum-Tokens rauskriegen kann. Und der Hammer war nicht dabei. Deswegen hatte ich den bis jetzt nicht gekauft. Ich hätte den auch für 300 oder 400k gekauft. Ich sag's euch, wie es ist. Aber ja, jetzt haben wir den für 100k gekriegt. Warten hat sich ausgezahlt. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir lernen den einmal. Ach, sehr schön, ist dieser Hammer raus. Und dann, also den musste ich jetzt gar nicht rüber auf Main traden, weil ich den mit dem Lotwink hier lernen konnte. Der ist nämlich damals aus irgendeinem Startgebiet gewesen, was wahrscheinlich mit Cataclysm dann geändert wurde, ne? Also den gibt es schon eine sehr lange Weile nicht. Gut, also dann gucken wir mal rein. Tragen wir es einmal in meine Liste mit ein. Einmal den Hammer für genau 100.000 Gold. Und hier kann ich ihn jetzt auch rausschmeißen. Wo haben wir ihn? Ah, hier unten einer der wenigen weißen removeden Sachen, die mir noch fehlen. Also dann kicken wir den raus. Ihr seht, das sind rückgängig. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weiße Items sind es nur, die mir aktuell noch fehlen. Hier die zwei Hämmer, ne, da muss ich auch mal gucken, ob ich an die noch rankomme. Weil die sind leider auch nicht dabei, sind auch Streitkolben, anderen Streitkolben, wo ich auch gehofft habe über das Quantum-Item. Aber nein, sie sind leider nicht drin. Juti, dann würde ich sagen, gucke ich mal weiter und dann sehen wir uns gleich auf dem nächsten Server, wenn ich hoffentlich wieder irgendwas Schickes finde. Sodala, der nächste Server, auf dem wir uns befinden, ist Erida. Und diesmal machen wir mal ein bisschen was anderes. Und zwar traden wir direkt Items. Da habe ich gerade schon was ausgemacht mit dem Kollegen hier. Jetzt schauen wir mal. Schreiben wir mal Hi. Sind es die richtigen Items? Okay, ihr seht, das sind ein paar removede Sachen. Und jetzt muss ich nochmal gucken, wie viel ich mit dem ausgemacht hatte. Das waren 487.500. Passen, oder? 400, ja, ich glaube, das müsste passen. 500. Gut, da haben wir die drei Teile. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, schicke ich die mal weiter. Und kann die dann einmal lernen. So, also, jetzt schauen wir mal. Das können wir auf einen Worry. Und dann zeige ich euch die auch gleich nochmal, was das genau ist. Sudala, dann bin ich auf dem Worry, hab die schon mal aus dem Postkasten rausgenommen. Und hier seht ihr die drei Teile nochmal. Und zwar haben wir blutrünstige Pyrium-Stulpen, blutrünstige Pyrium-Schultern und blutrünstige Pyrium-Gürtel.
Und das sind Items aus Cataclysm. Die sind, soweit ich weiß, nach Cataclysm rausgeflogen oder während Cataclysm schon. Das sind quasi, ja, die PvP-Items waren das, glaube ich. Und jede Season gab es dann neue. Und ja, wenn die Season, glaube ich, vorbei war, hat es dann die alten Rezepte nicht mehr gegeben oder irgendwie so war das auf jeden Fall. Oder vielleicht auch nach Cataclysm, 100% bin ich mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall sind die schon sehr, sehr lange aus dem Spiel removed und dementsprechend gibt es nur noch ein paar EU-weit. Ich habe euch ja schon das ein oder andere Mal hier diese Seite gezeigt und zwar WoW Thing und dann kann man hier die Sachen filtern, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, oh, das machen hier nur Cheaps rein. Aktuell sind es nur 44 Items, die ich in allen Auktionshäusern komplett EU-weit brauchen kann, ne? Und dann kann man hier halt auch ein bisschen filtern und zum Beispiel bei Cataclysm sind halt diese Items drin, die man ja damals craften konnte. Und ich, mir ist aufgefallen, auf Iron Peak waren mehrere Items, da habe ich dann einen angeschrieben und ich dachte erst, er hat alle vier. Aber er hatte nur drei und die hat er jeweils für 300k drin, was schon relativ günstig ist. Weil wenn ihr seht, die anderen Items, 4 Millionen, 5 Millionen, 999.000. Also das sind so die normalen Preise für die Sachen, weil die halt einfach nicht mehr gibt. Und dann dachte ich mir, komm, den schreibe ich an, will vielleicht die vier Teile holen. Drei hat er jetzt von den vieren gehabt und ich konnte ihn noch ein bisschen runterhandeln. Ne? Jetzt habe ich gezahlt, bisschen unter 400k, vor das gesehen, 485.000, also ich habe keine 200k pro Item gezahlt, was echt gut ist für ein Removedes, muss ich sagen. Vor allem in dem Stand, wo ich jetzt bin, dass ich halt nur noch wirklich eine Handvoll Items brauche, ne? Und ja, genau, die haben wir jetzt einmal eingetütet. Deswegen handeln hat sich auf jeden Fall gelohnt. Keine 500k gezahlt und wenn ich es jetzt direkt gekauft hätte, für 300k wären sie auch schon Schnapper gewesen. Dann hätte ich halt 900.000 gezahlt für die drei Items. Also hat sich das Handeln auf jeden Fall schon rentiert. Gut, die trage ich jetzt mal in meine Liste ein. Und zwar, ich tun wir das jetzt nicht aufteilen, das weiß ich nicht, das lassen wir jetzt an der Stelle. Und schmeißen sie natürlich hier auch raus. Heu, die habe ich hier gar nicht drin. Wild. Okay, interesting. Also das Item habe ich schon mal nicht drin, okay. Also ich habe ja auch meine Liste, wo ich die Sachen immer austrage. Gucken wir mal das zweite, ob das drin ist. Warum habe ich denn das auch nicht drin? Ha. Interesting. Aber dann tragen wir es hier zumindest ein. Und jetzt gucken wir mal, ob das letzte drin ist. Weil ich habe sie schon Englisch und Deutsch. Ne? Weil wenn ich die Liste posten will, ist es immer ganz angenehm, wenn du dann beides hast. Ah, schau mal, das hatte ich hier noch drin. Komisch, dass ich die anderen nicht aufgelistet habe. Aber ja gut, die Liste ist auch nicht perfekt. Juti, dann kicken wir das auch noch raus. Mittlerweile ist hier oben aus den Classic-Items noch das eine oder andere rausgeflogen aufgrund der Quantum-Items, die ich im Mega-Dungeon am Farmen bin. Und ja, jetzt sind es mit allen Items, die ich in der Liste habe, noch 104. Ne? Also Removed und Ingame-Items. Ingame-Items sind es ja eh bloß 30 Stück. Gut, und jetzt sind wir mit dem schon auf 841, doch einiges. Das war jetzt ein großer Posten, aber zumindest drei removed Items wieder raus, was eine ganz nette Angelegenheit ist. Dann habe ich noch ein bisschen Gold für Bonus-Rolls ausgegeben. Das hatte ich ja vorher schon drin stehen, das ist jetzt aber noch ein bisschen mehr geworden. Insgesamt haben wir jetzt 152k für die Bonus-Rolls rausgehauen und es waren überwiegend Bonus-Rolls im BFA-Bereich, denn ja, dort habe ich jetzt quasi angefangen oder eigentlich schon fast abgeschlossen die Dungeons. Und dann auch noch ein paar Worldbosse gefahren, beziehungsweise auch schon ein bisschen die Raids. Und die Bonus-Rolls in BFA kosten verdammt viel Gold. Der erste kostet 2k und der zweite 5. Also wenn ich mit einem Char Bonus-Rolls kaufe, habe ich sofort 7k Gold ausgegeben. Und da ich einige Chars habe, summiert sich das relativ schnell auf. Gut, und dann wollen wir jetzt aber noch eine letzte Sache holen. Da bin ich nämlich auch schon wieder auf der Suche gewesen. Habe einmal mitgeboten im Black Market auf Blackhand. Und dort habe ich einmal hier ein Item gewonnen. Und zwar ist das einmal ein T3-Set-Teil hier von Magier. Da habe ich erst 4 von 8, also noch nicht so viele. Und dann, dort haben wir uns die Hose gekauft für 248.000. Da mir jetzt nicht mehr so viele Items fehlen, bin ich jetzt über diese Schwelle von 200k drüber gegangen. Ne? Ich glaube, 11 Items haben mir jetzt noch gefehlt. Mit dem Ding müssten es jetzt nur noch 10 sein. Also jetzt sind wir quasi in den Top 10 der T3-Items. Und dann würde ich sagen, tragen wir das ein. 248.000 und damit sind wir tatsächlich schon am Endstand. Es waren jetzt nicht sonderlich viele Items an sich, aber viele teure und seltene. Und ja, ich habe ausgegeben 1.107.000 und ja,
Damit sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tula. Bis dahin. Ciao.